Tja, eine Geschichte mit Happy End. Für Business-Konferenzen und Besprechungen ist es nicht mehr nötig, sich ins Flugzeug zu setzen und um die halbe Welt zu fliegen. Ein anständiges Computerprogramm für Videokonferenzen reicht oft völlig aus. Das haben viele Unternehmen spätestens in diesem Jahr gelernt. Im Vergleich zu dem, was ein Elektrounternehmen aus Norderstedt gerade testet, sind Videokonferenzen allerdings fast schon retro. Wenn es im Technikschrank wild blinkt, Fehlermeldungen das System stören oder sogar ganz der Strom ausfällt, dann muss Schnellhilfe her. Weltweit. Und das kostet. Bisher muss sein technisches Servicepersonal für Reparatur, Diagnose und Wartung noch persönlich anreisen, sagt Bernd Mehns von Hanseatic Power Solution. Seine Firma wartet elektrische Schaltschränke, die die Stromversorgung vom Einkaufszentrum bis zum Flughafen sichern. Von uns fliegt normalerweise immer ein Techniker los, der bringt dann aber einen riesen Werkzeugkoffer mit. Da müssen wir entsprechend Übergepäck dann auch mitbuchen. Bei längeren Strecken fliegen wir auch dann Business Class, weil sonst ist er dann völlig erschöpft, wenn er dort ankommt. Da soll er meistens auch dann gleich arbeiten. Ist natürlich noch eine Logistik, die wir hier im Büro haben. Der Flug muss vorbereitet werden, die Hotels müssen gebucht werden, vor Ort lokaler Transport muss dann entsprechend besorgt werden. Also es ist schon ein logistischer Aufwand, den wir haben. Deshalb setzt seine Firma aus Norderstedt zukünftig auf diese Videobrille. Die Brille funktioniert wie eine Kamera. Verbunden per Internet zeigt sie live das Bild des Trägers auf dem Computer. Mit dem Bild am Computer kann der Techniker aus Norderstedt dann weltweit agieren. Doch erstmal muss es technisch klappen. Noch kann Bernd Mehns nicht sehen, was die Brille in Kiel zeigen soll. Jetzt wird es ein bisschen nochmal abbrechen, vielleicht nochmal neu verbinden. Ja. Also das A und O bei der Verbindung mit der Kamera ist halt ein schnelles, gutes Internet. Wir schauen mal, dass wir mit einem anderen Hotspot hinkriegen. Dann endlich steht die Verbindung vom Spezialisten in Norderstedt nach Kiel. Alles klar, gut. Ich habe das Programm jetzt empfangen. Dann würde ich Sie jetzt einmal bitten, den USB-Stick in die SPS zu stecken. Moment. So. So, ich stehe jetzt vor der Schaltanlage. Genau, Sie gucken da schon quasi richtig hin. Da, wo Sie jetzt hingucken, links von dem Ethernet-Kabel, von dem grünen Kabel, was da drauf geht, da sind zwei USB-Buchsen. Mhm. Wenn Sie okay. Das sehen. Dann nehmen Sie jetzt hier den USB-Stick einmal und stecken ihn in den obersten Port davon, also in den obersten USB-Slot. So, ja. Alles klar. Dieser weiße Kreis, der hier angezeigt wird, der trackt halt seine Augen, wo er gerade hinguckt. Und in dem Falle guckt er jetzt zum Beispiel auf einen Frequenzumrichter oder halt vorher auf ein Relais. Und da können wir ihn halt genau sagen, da ist genau richtig, wo Sie hinschauen oder halt auch nicht. Doch genau das, was für den Techniker am PC eine große Hilfe ist, sieht die Datenschutzbeauftragte Marit Hansen kritisch. Es ist sehr naheliegend, auch die Arbeitsleistung zu kontrollieren und einige bewerben das auch. Nämlich indem sie zum Beispiel sagen, man kann schauen, mit der Brille feststellen, wie schnell blickt einer, wie schnell ist er damit und welche Gefühle hat er gerade, reagiert er adäquat auf das, was gerade zu sehen ist oder hat er vielleicht das eben nicht so schnell kapiert. Und damit sind das auf einmal Daten, die auch in so eine Leistungskontrolle einfließen können. Das, was wir heute gemacht haben, war ein reiner Livestream, der wird auch nicht gespeichert. Da wird auch nichts aufgezeichnet und für die Nachwelt protokolliert. Personalkürzungen soll es laut Geschäftsführer durch den Einsatz der Brille aber nicht geben. Durch die Videobrille könne seine Firma schneller arbeiten und so mehr Aufträge annehmen. Bernd Mehns will nach dem erfolgreichen Testlauf weitere Brillen kaufen, um diese auch in Krisen- oder Corona-Gebiete zu schicken.